Ja, guten Abend. Wir senden jetzt, es ist so viel Freiheit, was wir genießen können. Wir senden jetzt aus Ibiza. Die Ingrid ist da. Ich habe sie gebeten, damit wir ein bisschen neidisch werden, den Laptop umzudrehen, damit man dahinter sehen kann, die Boote, den Hafen und dass wir das ein bisschen mitgenießen können. Schön, Ingrid, wir grüßen dich. Schön. Ja, hallo. Grüße euch auch von einem sonnigen Ibiza. Naja, ein bisschen Wolken waren heute schon wieder da, aber sonst hat viel die Sonne gescheint, die paar Tage, die ich hier war. Ne? Schön. Und was sollte heute passender sein, als dass ich über Reisen rede? Ne? Ja, schön. Ja. Und vielleicht kann ich da gleich schon einmal sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich so ein bisschen weltoffener wurde. Habe ich auch schon erwähnt, dass ich ja ab 17 bei der katholischen Arbeiterjugend war. Nicht? Und das war damals schon eine Weltbewegung. Ja. Und ich habe damals schon mit 17 die Weltkarte über dem Bett hängen gehabt und überall Nadeln drinnen, wo KJ ist. Und naja, gut, und dann hat sich das halt gesteigert. Natürlich war immer die Sehnsucht groß und man hat gedacht, na, wäre ja schön, wenn man da einmal hinfahren könnte in diese Länder. Ne? Hm. So, und eine andere hatte diese Sehnsucht auch und da wollten wir trampen rund um die Welt und das ist zwar dann nichts geworden, weil sie einen kennengelernt hat und dann hat sie wegen der Mutter Probleme gehabt, aber ich lasse ja nie was sein, wenn ich es mal im Kopf habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht könnte ich ja zur See auch alleine fahren. Nicht? Weil wir haben sonst auch gedacht, wir würden um die beiden Meeren anheuern. Na, und dann bin ich eben nach Hamburg-Bremen hinauf und habe da mal gefragt. Und habe einen Kapitän, war gerade in Urlaub da in Vorarlberg und der hat gesagt, sie brauchen praktisch nur 2 Wochen ein Quartier in Hamburg. Na, das habe ich gehabt, weil dort war auch ein Jugendhaus. Ne? Und in 10 Tagen war ich schon unterwegs nach Los Angeles. Aha. Und so ging das weiter. Und ich möchte vielleicht auch noch sagen, dass das Reisen ist ja nicht nur so, dass man halt herumfährt, sondern ich habe mich damals schon sehr mit den anderen Völkern beschäftigt und mit ihren Kulturen und mit ihren Arbeitsbedingungen, natürlich in der Arbeiterjugend. Und das war damals schon mehr als nur einfach ein Herumfahren. Ja. Und so ist es auch geblieben. Ich habe überall sehr großen Wert davon mitbekommen, von dem Kennenlernen so vielerlei Menschen. Und ich bin ja dann 6 Jahre bin ich ja dann zur See gefahren. Von China bis Australien, Afrika, alles, ne? Ein bisschen Deutschland da oben auch, die Fährschiffe, Travemünde, Trelleborg, Aarhus, Oslo. Und im Großen und Ganzen war das immer wieder sehr bereichernd auch. Hm? Und gerade in China, da will ich euch jetzt mal wieder ein Gedicht vorlesen, das ich damals geschrieben habe. 1971, da war ich nämlich schon in China. In dem Horizont des Yangtze taucht die Sonne blutrot mild und der Dschunkensilhouette malt sich schwärzer in das Bild. Wie weites China, Land des Lächelns, gestern warst du noch so fern, heute darf ich still erahnen deines edlen Wesens Kern. Whampoa, Canton, Shanghai, Dairen zeigen ihre Schätze auf. Schon im ersten Hafen grüßen, lächeln uns und Banda-Bär. Kindlich staunend blickt dein Auge auf das Fremde unserer Art. Auch in mir hat bald zum Schauen Staunen, Liebe sich gebahrt. Solche Ehrlichkeit, solch Helfen, solche stille Einfachheit bei so großen Fähigkeiten ist im Westen Seltenheit. In Fabrik, Geschäften wirkt deines kühnen Geistes Kraft.
der mit einfacheren Mitteln ebenbürtige Technik schafft. Eindrucksvoll tanzt ein Ballett, deine große Ausdruckskraft lässt die Seele still verstehen, wo der Sprache Mangel klafft. Freunde wurden aus dem Fremden, aus Nicht-Kennen spross verstehen. Wann sehe ich dich wieder, China? Landgeliebtes Sai Qian. Also das heißt, Sai Qian heißt auf Wiedersehen. Und das war eben auch so dieses ganz fremdartige China. Es ist wirklich so, dass die Menschen dort so freundlich waren und vor allen Dingen waren sie freundlich zu den niedereren Graden, wie, zu denen ich damals auch noch gehört habe, weil ich war damals nur eine einfache Stewardess noch. Und das war immer, aber sie waren auch menschlich, wir haben so viel, und eben ein Ballett haben wir auch gesehen und 7 Wochen bin ich um China gefahren. Ne? Aha, schön. Also das war auch sehr interessant damals. Ne? Und wenn ich jetzt nehme Australien, Neuseeland, das ist wieder ganz eine andere Welt. Und das war so eben bereichernd, diese verschiedenen, oder wo gefällt es dir am besten, hat mich mancher gefragt. Das kannst nicht vergleichen. Du kannst nicht Barcelona mit Sydney vergleichen. Das ist eine ganz andere Welt und jede in ihrer Form ist schön. Und ich habe das sehr gelernt, die Menschen anzunehmen, so wie sie sind und in ihrer Vielfalt und in ihrem ganzen unterschiedlichen Wesen und wie gesagt, teilweise bei der Seefahrt. Und jetzt ist es halt auch so, dass ich nach wie vor gerne reise, auch einmal nach Los Angeles, das ist mir sowieso die zweite Heimat geworden, weil 6 Jahre war ich ja auch in Los Angeles. Und das war auch, das war nach der deutschen Seefahrt, war das wie das Paradies. Weil die Deutschen sind ja doch ab und zu mal ein bisschen, naja, hart in ihrem ganzen Sein. Und das war dann doch, aber bitte, man hat sich auch daran gewöhnt. Aber in Los Angeles und überhaupt in Kalifornien war so eine Freundlichkeit und ein dauernd hast Komplimente gekriegt und 1000-mal wurde bedankt für alles. Also ich habe mir gedacht, das ist ja wie Paradies. Ne? Und jetzt muss ich wieder die Parallele ziehen. Jetzt bin ich hier in Ibiza und sehe die Kirchen hier. Und die schauen aus wie die in Kalifornien. Ja, und das zieht, da ist, geht auch wieder die Verbindung. Also weil die Missionen in Kalifornien sind ja von den Spaniern aufgebaut worden. Aha. Und das ist jetzt auch interessant, ich denke mal, das darf nicht wahr sein, die schauen aus wie die kalifornischen Missionen. Und so schließt sich da immer wieder der Kreis auch. Der eine Priester, der drüben, den ich von drüben kenne, von Kalifornien, der das eigentlich vielfach aufgebaut hat, na, da steht die Statue groß vor, das war in Mallorca. Nicht? Also ich war jetzt drei Tage war ich in Mallorca und dann bin ich hier herübergefahren nach Ibiza, weil ich Freunde haben. Ich habe mich heute Nachmittag mit einer Österreicherin getroffen und ich war auch schon mit Deutschen beisammen, die ich auch kenne. Dieser Franziskaner-Mönch da, der steht bei der Kathedrale in Mallorca drüben, ne? In Palma. Aber es ist immer wieder, das waren die Franziskaner damals, ne? Es gibt immer wieder so Querverbindungen. Und die Natur ist hier ganz gewaltig schön. Also es blüht hier alles oder vieles schon. Zum Unterschied von uns, ich habe gehört, bei uns hat es erst wieder Schnee gegeben. Das heißt, oder? Ja, das heißt, dass die
die Natur hat auch, ist auch ein Wesen, beeinflusst auch. Und je nachdem, wo du bist, kannst du das Wesen der Insel, das Wesen der Stadt, das Wesen des Landes fühlen und wertschätzen. Nicht so, wie wir das oft in Europa machen, dass wir eher gegeneinander sind, sondern deine Reise der Wertschätzung. Wertschätzung wird das nächste Thema sein, werde ich hier im Vortrag halten. Dass die Erde, die Schwingungen, dass die Erde auch diese Schwingungen jetzt von Ibiza hier geben, von Los Angeles, von China, weil die Wolke 7 hat geschrieben, ja, du hast über China, deine Poesie über China war praktisch, ich glaube, die Beschreibung der Seele von China. Ne? Ja, und, ja. Und das ist toll, dass das Reisen nicht nur um so einfach Sachen zu gucken, sondern um sich zu entwickeln, um sich zu erfahren, um in sich neue Dimensionen zu erweitern, um sich zu erweitern menschlich. Ne? Ja, und das war es für mich eben immer wieder. Ja. Egal, wo ich hingefahren bin, es war immer wieder eine enorme Erweiterung meines Verstehens auch von den Menschen. Ja. Eben zur verschiedensten Art, schwer geteilt, dann habe ich mich ein bisschen in Afrika, aber eigentlich nur wegen unseren deutschen Offizieren, weil da sind dann so Sprüche gelaufen wie, naja, der Hitler hat da sollen anfangen und nicht bei den Juden. Ja. Also, weil sie diese Schwarzen halt eben auch sehr verachtet haben. Mhm. Und das mag ich ja sowieso nicht. Ich bin ein Mensch, der jeden schätzt, jeden Menschen schätzt und liebt und ihn in seiner persönlichen Art annimmt. Ja, das ist ein Zeichen von Reichtum, ne? Und deswegen ist es gut, wenn man reist, ist man ausgesetzt. Plötzlich entdeckt man, das Volk so ist doch nicht so doof, die Chinesen sind doch nicht so arm. Und dann entdeckt man, wenn man schlau ist, genießt man alle diese Dimensionen, ne? Die Franzosen oder die Spanier. Und wenn man sich einschränkt und begrenzt ist, dann kritisiert man nur und kriegt man nichts mit und wird man nicht reicher. Ne? Ja. 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 Na, Glück habe ich mir das Kritisieren schon abgewöhnt, aber ich habe mir es eben auch dadurch abgewöhnt, dass ich so vielerlei Menschen kennengelernt habe und gemerkt habe, dass jeder einfach seinen Wert hat. Ja. Und jeder in seiner Form. Ich war auch sehr gerne in den nordischen Ländern, also da war das wahrscheinlich, war ich in einem früheren Leben mal ein Wikinger. Weil da oben habe ich mich auch sehr zu Hause gefühlt. Norwegen und Schweden war ich eben auch. Aber das war dann nur so mit Fährschiffen. War aber auch recht interessant. Bist du noch da, Jim? Ja, ich bin da, ja. Ich habe das kurz. Nein, ich habe mich kurz ausgemacht, weil es gab ein paar Schwankungen im Internet. Dann war deine Stimme ein bisschen leiser. Dann mache ich immer mein Video aus, ne? Ja. Aha, ja. Naja, ich sitze hier eben im Club Nautico in Ibiza und das ist eben, wie gesagt, wie das ist, direkt am Meer oder wie ihr alle seht, die heute mit herschauen. Und ja, es geht da ein bisschen hin, ist auch ein bisschen ein Hintergrundlärm. Obwohl die Spanier jetzt noch nicht essen, die kommen erst ab 8 Uhr gibt es hier erst Abendessen. Ja, klar, bei uns in Italien auch. Also ich habe jetzt hier so den ganzen Raum frei und kann von daher in Ruhe diese Sendung machen. Schön. Und um 7:30 fahre ich ja dann schon wieder aufs Schiff und fahre dann mit der Fähre hinüber. Also ich kann nach Mallorca und von Mallorca dann fliege ich morgen Nachmittag wieder nach Wien zurück. Okay, schön. Und das war, wie gesagt, das war jetzt wieder, ich war hier auf diesen Inseln noch nie. Das ist auch wieder eine eigene Erfahrung. Es geht hier alles ein bisschen langsamer, auch der Verkehr. Also meistens ist es nur 40, dann wieder nur überhaupt 30. Bei Geschwindigkeiten, ich habe hier ein Auto gemietet und bin mit dem Auto rundum gefahren. Und
habe die schöne Natur und das Meer und die Sonnenuntergänge und die Sonnenaufgänge genossen, aha, wie schon lange nicht. Und der Unterschied ist wirklich sehr schön. Also von, es gibt Berge hier und es gibt eben Meer. Es ist, gestern war ich in einer sehr schönen Kirche drinnen, einer sehr alten, San Raphael, also dem heiligen Erzengel Raphael gewidmet. Und so habe ich heute so von allem was mitgenommen und es wieder sehr genossen. Was hast du mitgenommen? Was hast du mitgenommen? Nein, ich habe von Eindrücke. Ah, okay. Viele Eindrücke. Okay. Viele Eindrücke. Ja, ich meine, durch das Sehen und gestern konnte ich dann sogar bis halb eins konnte ich noch in einem so ein Restaurant sitzen, weil um 11 Uhr ist noch eine große Partie Leute hergekommen, ältere sogar. Also es ist hier ein eigener Stil, aber es ist hier sehr gemütlich und es ist eine enorm gute Atmosphäre hier. Ja. Das hat das am anderen auch schon festgestellt. Wie gesagt, die Freundin, mit der ich gerade zusammen war, die ist auch hierher gezogen, weil sie es eben so empfindet, weil sie so gut tut hier. Oh. Wie fühlt sich dein Körper? Also mein Gefühl ist, es gibt immer einen Einfluss auf den Körper. Zum Beispiel, wenn ich nach Italien zurückgehe, schon von der Luft her, von der Erde, bekommt mein Körper eine ganz andere Form von Mineralien, von Energie und von Kraft. Ja, ja, das ist extrem. Das war schon, wie ich schon in Mallorca war, aber hier herüben ist es noch intensiver in diese Richtung. Ja, es ist alles sehr wohltuend. Ich habe ja immer noch den wehen Fuß, der ist ja immer noch nicht gesund. Den habe ich halt einfach ignoriert. weil alles andere so schön ist, dass ich an dem gar nicht viel denke. Ja, du bist auf der großen Partyinsel, ne? Da muss man mit 4, 5, 6 Uhr morgens Party machen und Disco. Naja, so das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich sag, das fiel eigentlich aus. Okay. Ja, das. Ja, Ibiza hat eine sehr, sehr, sehr hohe Energie, ja. Ja, ich bin ja mehr die meditiert. Also ich habe in all diesen Sonnenauf- und Untergängen einfach meditiert. Dann kannst du meditieren. Ich weiß nicht, ob du die Insel Vedra kennst. Ich hatte gewohnt vor der Insel, gegenüber der Insel Vedra. Das ist ein Drache. Die ganze Insel ist ein Drache. So, das heißt, da hier in Ibiza. Ja, 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 ja. Es gibt Stellen, die sind wirklich. Es gibt ein. Ja, mal am Abend. Wie? Dort war ich. Am Abend kam ich da allerdings hin. Bist du hingeführt worden, ja? Naja, hingefahren. Ich habe hier ein Auto. Ah, nee, irgendwo hat sich dahin gebracht, ne? Ja, hast du dich mir hat schon eine gesagt, dort wäre es auch schön. Okay. Schön. Also ich bin dort. Das ist ein Drache. Das sind in Ibiza sind auch Naturwesen und die ja sehr stark die Energie energetisieren. Ne? Na, das habe ich schon sehr gespürt. Und ich bin dann eben am Abend durch einen Wald gefahren und da habe ich dann auch noch eine CD laufen lassen von der Melanie Missing und der Mareike Schulz über Glastonbury, nicht, über das Avalon. Okay. Aber da hat alles so zusammengepasst und da ist mir auch vorgekommen, als wäre der ganze Wald lebendig. Okay. Das war so schön und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht so ein Stück von der Einheit, die uns mit allem diesen Wesen verbindet. Und auch mit den Bäumen. Die Bäume sind alle besonders. Ja. Ich meine, ich liebe natürlich Bäume, das muss ich auch sagen. Schön. Aber das sind so alte, verwachsene Bäume oft einmal. Und dann wieder so kleine,
fast wie so Weihnachtssträuße schaut es aus. Und also ich sage, es ist so vielseitig hier, diese Insel, ja, dass man in einer ganz anderen Schwingung drinnen ist, ja, wenn man hier ist. Ja. Das kann ich wirklich sagen. Das haben wir vorher am Anfang gesagt, aber habe ich nicht. Glaubt man ja nicht gleich, ne? Ja, klar. Ja. Weil ich habe mir gedacht, weiß ja nicht, ob ich das auch so empfinde. Aber ich habe es sehr, sehr, sehr tief empfunden. Schön. Also ihr seht, liebe Freunde, danke an alle, die in Chat schreiben. Schreibt gerne Grüße. Das ist GTV. Wir machen nicht immer so komplizierte Sendungen, komplizierte Themen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Ingrid Maria Linhardt einfach mit ihren Themen, ihren Lebensthemen in ihrer Art, es ist wirklich freundlicher geht's nicht, aufregender geht's nicht, wenn man einfach sozusagen das Gewöhnliche als Schöpferkraft nimmt. Ne? Ja, vor allen Dingen das Gewöhnliche schätzen lernen ist genau. Mir sehr wichtig. Genau. Und das lehrst du uns schon von der ersten Sendung, wo du einfach ein bisschen von deinem Leben erzählt hast. Also ich freue mich und dass wir auch diese neue Dimension, diese menschliche, da hat jemand auch ganz Schönes geschrieben, ich kann das jetzt nicht alles lesen, diese menschliche, herzliche, klare Dimension auch rauskommt. Spitze, ja. Ingrid, die Welt braucht mehr. Ingrid. Das ist mein Ziel. Bitte kopiere mal das. Ja, mache ich. Das okay. Sehe ich jetzt überhaupt nicht, sei so lieb, gell? Okay, das Chat kopiere ich, die speichere immer woanders, ich weiß noch nicht, wo ich das speichern soll. Okay. Bist du nachher in der Akademie da? Nein, oder? Nein, okay. Nein, kann ich nicht, weil da bin ich auf dem Schiff und dort haben sie keine Internetbindung. Okay, da gehst du Wein trinken, ne? Nee, du trinkst ja nicht mehr. Nein, ich trinke ja doch keinen Alkohol. Okay. Nein, aber beim Rüberfahren war ich auch die ganze Zeit draußen am Bord, okay. Und hab die Überfahrt genossen, aber jetzt ist es natürlich in der Nacht, also das geht um 8:30 geht's weg und um 1 Uhr in der Früh sind wir dann drüben. Ja. Okay, Dankeschön für deine Zeit und bis nächste Woche. Ne? Ja. Danke. Und danke den Ort. Da überlege ich mir dann noch ein Thema, das habe ich jetzt auch noch nicht so fix, aber das fällt mir noch ein. Danke dem Club Marittimo, der dir diese Möglichkeit gegeben hat. Ja, ich sage Ihnen. Ja, danke schön. Ich habe schon eine Facebook-Freundin, habe ich hier schon, eine ganz liebe. Gut, okay. Ja. Bis dann, ne? Ciao, ciao. Jo. Danke, ciao. Ciao, So, in 5 Minuten bin ich dran, werde interviewt von Heidemarie. Bis